Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Wahlsonntag, es geht natürlich gleich ins Stadion, deswegen seid ihr alle hier. Wenn das Video rauskommt, dann ist es schon nach 18 Uhr, denke ich mal. Daher hoffe ich, ihr wart alle wählen, also ich mache mich jetzt auf den Weg zum Wahllokal, setze kurz mein Kreuz und dann geht's zum Bahnhof auf den Weg nach Hamburg. Hamburg-Nürnberg heute, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich sehe mal Tore, so kurz gemacht. Ich hoffe, ihr wart auch wählen, ist wichtig. Ich glaube, viele Länder, die uns darum beneiden, aber wir wollen ja nicht zu politisch werden, deswegen sehen wir uns nach dem Intro am Stadion. So, wir sind jetzt hier durch den schönen Volkspark auf dem Weg zum Stadion. Yannick ist heute dabei, endlich mal einer, der auch wirklich Fan von der Mannschaft ist, von dem Spiel, was ich sehe. Was ist denn dein Tipp heute? 2-1 Hamburg. 2-1 Hamburg. Ja. Würde ich sofort nehmen. Also ich bin nicht Hamburg, das muss ich jetzt ein bisschen leiser sagen ab jetzt, aber Hauptsache Tor. Ne? Ihr habt es gesehen, meine alten Videos, meine letzten Videos 0-0, 1-0, 0-1. Ich sag, mehr Wunsch als wahrer Tipp, 3-3. Oh, schön torreiches 3-3, inklusive Elfmeter und roter Karte. Und hier die Umgebung ist ja schön. Und es ist, wir haben 26. September und es ist T-Shirt-Wetter. Das ist schon mal ein sehr netter Eindruck. Ja, auch mit Corona-Bändchen, wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind da. Ja, da. Ja, dann. So, ein paar Gäste sind da. Guter Platz. Auch gute Beinfreiheit hier. Kann man mal so machen. Also zwei Ex-Spieler und ein Ex-Freund in der Stadt. Aber ich bin trotzdem von Nürnberg. Ist schon ein schickes Stadion, muss man ja sagen. Also Hamburg-Nürnberg, 5. gegen 7. Auf geht's. So, heute mal Tore bitte, kein 0-0. So, vielleicht die erste Torchance? Nein. 3 Minuten rum, keine Abschlüsse. Viel Diskussionsbedarf bei Nürnberg. Allerdings auch keine Chance. Einmal ein Abschluss von Glatzel, der aber. Also den hätte ich auch gehalten. Ganz entspannt. Bisher viel Mittelfeld geplänkelt. Zehn Minuten rum, Hamburg leicht besser. Und wenn, dann eher über unsere Seite, was natürlich ganz nett ist. Vielleicht jetzt. Oh, dummel. Erste Ecke. Hast du nicht noch das Geschrei? Oh, der war knapp. So, 1-1 Ecken. 16 Minuten rum, ein bisschen Fahrt nimmt das Spiel auf. Nürnberg spielt jetzt auch mal mit. Oh. Gute Freistoßposition.
der Linie war. Oha. Und jetzt guckt sich an. Gibt es hier Elfmeter? Wahrscheinlich. Wenn dann. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Nürnberger oder ob die Nürnberger protestiert haben. Die Nürnberger freuen sich. Ich kann nicht mehr halten, jetzt schieß endlich. Ich fange schon an zu zittern. Johannes Geis kann auch direkt auf 35 Metern schießen. Macht er das? Nein. Und war auch nicht gefährlich. Also abseits Tor oder reguläres Tor? Das ist jetzt hier die Frage. Kicker ist wieder schneller als die Realität. In einem Spiel! 21, 10! 10! Wir haben einen neuen Spielstand. Schön gespielter Angriff, aber da ist keiner. Also 1-1 geht hier völlig in Ordnung. Auch ein 2-1 für Hamburg wäre in Ordnung, muss man ja sagen. Gleich Pause. Perfekt, ich kann mal was sehen. Ecke nochmal. Oh, 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 oh. Zwei Tore in einer Halbzeit, ich bin völlig verwirrt, ey. Ich check gar nicht, was hier passiert. Wieso stehen da keine Nullen auf der Anzeigetafel? Halbzeit, die darf natürlich nicht fehlen. Geschmackstest oder Ergebnis vom Geschmackstest kommt gleich. Wurst, war ganz gut. Nicht so gut wie in Wolfsburg, aber besser als in Bielefeld. Ja, es ist jetzt kein, also die letzten beiden Spiele, die ich gesehen habe, guckt euch die Videos nochmal an, wenn ihr sie noch nicht kennt.
Da war die erste Halbzeit fußballerisch besser, aber da stand immer 0-0. Also will ich mich nicht beschweren. Ich hoffe, wir sind jetzt hier in Nürnberg auf das Tor. Alle auch direkt vor den mitreißenden Fans. Da sind schon ein paar. Ich meine, Nürnberg ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Und da kommen die Spieler gerade. Deswegen auch wieder so ein paar Tore fallen. Jetzt fehlt ja für meinen Typ 3-3 im Mittel und eine rote Karte und jeweils zwei Tore, das sollte ja machbar sein. Oh, oh. 5 Sekunden noch wieder anpfiffen, ich war doch gar nicht bereit. Oh, den hat er genatzt. Alter! Hey, mein Tipp wird immer realistischer. Halbzeit für den HSV. Die werden genau so wenig gefährdet wie ich. Der Videoassistent schaltet sich nochmal ein. Aber wir wissen nicht so richtig warum. Runter. Klar, dass Schäffler rot gesperrt ist. Den hätte ich ja gerne mal wieder gesehen. Den Fußballgott. Aber der sitzt jetzt zu Hause und guckt Fernsehen. Oder zockt PlayStation oder was auch immer. Weiß nicht, ob mich so ein Spiel interessiert. Ja, vielleicht ist er auch hier im Stadion, wer weiß das schon. Ja. Also Hamburg ist bemüht, aber dadurch gibt es auch immer wieder Kontergelegenheiten. Schon 70. Minute, meine Güte, das ging jetzt schnell, die zweite Halbzeit. Sechste Ecke von HSV, Nürnberg steht bei 3. Die meisten allerdings, muss man sagen, vom HSV kurz und dann recht wirkungslos. Die kommt mal wieder rein. Zurück für Stopp. Feuer ist drin inzwischen. Pauls nimmt zu. Das war nichts. Also fußballerisch hochklassig ist es nicht gerade, aber spannend und Action geladen. Ist auch da.
noch mal Nürnberg, aber das sind jetzt seit dem Tor eigentlich fast nur noch Konter und die sind alle irgendwie unkonsequent. Keine geordneten Angriffe mehr. Also das 2-2 geht absolut in Ordnung. Noch 3 Minuten plus Nachspielzeit. Gut und hat sofort abgebogen. Also. Nürnberger vom Nürnberg. Mit Nürnberger Versicherung auf der Brust geht raus. Holt sie nochmal Applaus ab bei den mitgereisten Fans. Oh, 2 dabei. Spielabbruch. Ich finde das auch immer ein bisschen klatschen. Aber ein geiles Spiel. Wieder Kick. Ich glaube, die freuen sich mehr als wir. 2-2, 4 Tore. Also ich bin zufrieden. So, Nürnberg lässt sich noch feiern. Ich glaube auch ein Punkt in Hamburg, damit können die schon zufrieden sein. Das ist ja nicht schlecht. Beide Mannschaften bleiben oben dabei. Da waren doch ein paar. Also wäre Schäffler dabei, würde ich auch da ganz unten stehen, aber so bleibe ich entspannt sitzen. Geiles Trikot-Tricks hier. Ach, so, wieder im Auto, ab nach Hause hier. Wird schon gleich auf der Fahrt natürlich fleißig gearbeitet und schon mal angefangen, den Block zu schneiden. 2-2 ist ausgegangen. Ich als neutraler Zuschauer würde sagen, das geht in Ordnung. Hamburg war vielleicht leicht besser, weiß nicht, wie der HSV-Fan das sieht. Aber kann man schon. Also 2-2 ist okay. Ja. Für das Spiel ist in Ordnung. War mal wieder ein gutes Erlebnis. Spiel war nicht so ganz hochklassig, gerade die erste Halbzeit nicht so überragend, wie sie bei Bielefeld war, auch wenn es da wie gesagt 0-0 stand. Aber da war noch mehr Tempo drin, das war heute nicht so. Hamburg ja, hat da die ein oder andere Offensivaktion oder sagen wir recht viele Offensivaktionen. Richtig gefährlich wurde es gefühlt, dann aber doch nicht so oft. Und wenn, dann fiel halt meistens ein Tor, aber es war alles dabei. 2 Tore für beide, Elfmeter, Videobeweis, also eine Menge Action. Und das alles bei Sommerwetter, also ich fahre zufrieden nach Hause. Ich Hamburger, auch. Ja auch. Ja. Okay, wunderbar. Gut, Nürnberg ist ja auch oben, also war ja auch irgendwo dann tabellarisch auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Ich will noch kurz zuschauen, lasst gerne ein Abo da. Kommen sicherlich demnächst weitere Stadionwochen, wo auch immer. Ob Kreisklasse oder Zweite Liga oder Bundesliga oder wieder Champions League, das werden wir sehen. Das müssen wir jetzt überwarten, weil viel Verkehr hier auf dem Parkplatz. Das heißt, ich kann schon mal ein bisschen fleißig werden. Bis dann und tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.